Vielleicht weiß Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhymbre. Ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Peacheringas Felder mit seinem geliebten Beonton. Ich finde ihn. Danke, Moira. Peacheringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadaborg. Was siehst du da oben, Sünin? Leite mich. Kein Ruhm, keine Hoffnung. Nichts als Schnee, still wie eine Leiche in ihrem Grab. Steh auf, Halfdan. Ich bringe dich zurück nach Jofavik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Du darfst nicht schmollen. Viele gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Also setz dich! Mein Bruder Ivar, starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Du hast es mir verheimlicht. Es war kein Geheimnis. Oba wusste es, hatte es dir nicht. Lass mich! Nein, ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf! Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beonton ist damit weggerannt und mir geht es nicht gut, Eivor. Ich finde deinen Hammer und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. Thank you.
Da ist Bjornton und bewacht den Hammer. Alfdan braucht seinen Hammer. Der Leuchtturm. Alfdan erwartet mich. Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Alfdan. Denk nächstes Mal daran. Mein Vater, Ragnar, schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen in einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Ivar ermordete einen unschuldigen und guten Mann. Er verdiente den Tod, den ich ihm gab. Wenn die Regeln der Ehre seinen Tod verlangten, tatest du, was getan werden musste. Bjornton, mein Guter! Komm her, Junge! Ein Hund vergibt immer. Doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen. Und lass es brennen.